Hallo ihr Lieben, ich sitze jetzt draußen auf meiner Terrasse, weil es so warm ist und ich keine Lust habe, in der Badewanne zu sitzen, beziehungsweise auf dem Badewannenrand und das da zu machen mit den Beinrasieren. Das hatte ich euch ja versprochen, das probiere ich mit euch zusammen aus. Rasierschaum, Enthaarungscreme. Ich fange an mit dem Rasierschaum auf meinem linken Bein. Dann benutze ich die Enthaarungscreme auf meinem rechten Bein. Dann werde ich ein paar Tage warten und mal gucken, ob die Enthaarungscreme wirklich für ein paar Wochen keine Haare wachsen lässt. Ich werde mir das gleich nochmal alles in Ruhe durchlesen. In der Zeit kann ich ja schon mal ein bisschen in mein Wasser. Und dann geht es weiter. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich werde das gleich mal ein bisschen weiter ran filmen. Ich habe die Beine jetzt ein paar Tage nicht rasiert und mega lang wachsen lassen. Also das ist schon richtig krass. Ich hoffe, ich bekomme von euch dafür einen Daumen nach oben oder kommentiert ein Herzchen, weil ich war sogar so heute einkaufen mit kurzer Hose und den unrasierten Beinen. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Ich versuche gerade zu filmen, wie lang die Haare sind, aber das ist schwierig. Ja, da sieht man das. Also, das lohnt sich. Das kennt ihr bestimmt auch. Bis dahin habe ich immer Strümpfe an. Also, da ist immer schön. Der Rest vom Fest ist weiß, aber das kennt ihr sicherlich. Gut, dann geht es los. Ist gar keine Anleitung drin. Nur der Spatel zum Auftragen und halt die Creme. Aber wie man das machen soll, steht hier drauf. 5 Minuten einwirken lassen und dann alle pro Minute, also 6., 7., 8., 9. Minute gucken, ob sich schon die Haare lösen. Auftragen mit dem Spatel. Ich werde also das auf meine Haut auftragen und den Timer dann auf 7 Minuten stellen und dann halt gucken, ob ich das schon rasieren kann. Ich fange aber an mit dem Rasierschaum. Haut anfeuchten, schütteln, auftragen. Das mache ich jetzt mal. Oha. Jo, ich habe viel zu viel genommen. Also nächstes Mal noch einmal kurz drauf drücken, das reicht. Kurz meine Hand abspülen. Ich nehme so einen ganz normalen Nassrasierer. So ein Billigding. Manchmal nehme ich auch die Einwegrasierer für Männer. Also da bin ich nicht pingelig. Normalerweise rasiere ich meine Beine unter der Dusche mit Duschschaum oder irgendwas, was da gerade so rumsteht. Manchmal auch nur mit Wasser. Mal gucken, ob ich da jetzt einen großen Unterschied merke, wenn ich diesen Schaum benutze. Soll ja besser sein, Rasierschaum zu benutzen, weil die Haare dann so ein bisschen weicher werden. Aber bis jetzt kann ich jetzt nur nicht sagen, dass es unbedingt besser ist mit Schaum. Ist halt Beine rasieren.
Okay. Das ist doch ein bisschen anders mit Schaum. Das nehme ich sofort wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Ist tatsächlich gründlicher mit Schaum. Ja, dann habe ich doch was Gutes gekauft. Dann werde ich den Schaum auch weiterhin benutzen. So. Jo. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Rasierschaum so einen Unterschied macht. Macht es aber. Ich merke ja gar nichts mehr. Das ist ja richtig, richtig glatt. Dann ist jetzt mein rechtes Bein dran. So, auch einmal anfeuchten. Und die Creme mit dem Spatel auftragen. Ich mache erstmal was auf mein Bein und verteile das dann mit dem Spatel. Am liebsten würde ich ja meine Hand benutzen, das geht bestimmt schneller. Ich lasse das Video mal schneller laufen, weil deshalb mache ich dann hier erstmal den ganzen Kram auf. So, aufgetragen habe ich das jetzt. Jetzt stelle ich mal meine Uhr auf 7 Minuten und dann fange ich an, das abzuschaben mit dem kleinen Spatel. Zeit ist um. Jetzt werde ich mal gucken, ob sich die Haare schon lösen. Ich fange mal hier an. Hier sieht man hoffentlich die Haare auch gut. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert. Ich mache das mal einfach da. Auf der Anleitung, also auf dem Karton, steht auch, dass man die Creme wieder runter machen soll sofort, wenn es anfängt zu kribbeln oder zu brennen. Aber das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ich habe überhaupt nichts gemerkt. Und auf keinen Fall länger als 10 Minuten. Also nach 5 Minuten sollte man einmal pro Minute gucken, ob da schon was sich löst. Habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach auf 7 Minuten gestellt. Aber
Aber ist ja irgendwie Schweinkram so, ne? Das mit dem Rasierschaum ist ja doch ein bisschen praktischer. Da steht auch nicht drauf, wie lange die Haare wegbleiben. Ich hätte jetzt gedacht 4 Wochen, aber da habe ich mich wohl vertan. Ich weiß nicht, wieso ich darauf gekommen bin, dass es 4 Wochen hält. Aber das sehe ich ja denn in ein paar Tagen, wenn die Haare nachgewachsen sind, gucke ich, was hier so passiert ist. Das zeige ich euch in diesem Video noch. Also mache ich dieses Video in ein paar Tagen zu Ende. So, ich glaube, ich habe jetzt alles entfernt von der Creme. Da sind noch ein paar Haare. Das spüle ich jetzt mal ab. So, beide Seiten rasiert, enthaart, abgespült und trocken, die Beine. Und ich merke keinen Unterschied. Beide Seiten total glatt und enthaart. Jetzt bekommen sie noch Pflege. Jetzt gibt es noch ein bisschen Feuchtigkeit. Dann nehme ich einfach das Sonnenölspray, weil ich das leer haben möchte und fürs Gesicht oder für den restlichen Körper nicht verwende. Bisschen niedriger Lichtschutzfaktor, wasserfest mit Kokosduft, mag ich sehr gerne riechen. Und ich finde, die Beine glänzen dann so schön. Man hat ja nun nicht so perfekte Beine. Also hier zum Beispiel habe ich so Äderchen. Und wenn die dann noch nicht so schön gebräunt sind im Sommer, dann finde ich, kann man einiges aus den Beinen rausholen, sag ich mal, wenn man halt schöne rasierte Beine hat, enthaarte Beine. Und wenn sie dann so schön glänzen durch dieses Öl, ist es doch in Ordnung so. Dann sehen sie gepflegt aus, glänzen schön. So. Das lasse ich jetzt so, kann jetzt schön einziehen und dann zeige ich euch in 2-3 Tagen, ob hier Haare nachgewachsen sind. Hier wird man in 2-3 Tagen sicherlich schon was sehen, aber hier hoffe ich nicht. Aber das sehen wir dann. Ich genieße jetzt noch einen Augenblick die Sonne und das Video geht dann gleich für euch weiter. So, jetzt gibt es ein Update. Das ist das Bein, das ich mit dem Rasierschaum und dem Rasierer enthaart habe. Da merke ich jetzt schon, dass ich jetzt gleich unter der Dusche wieder meine Beine rasieren werde. Muss. Und das andere Bein fühlt sich fast genauso an. Also da könnte ich jetzt auch mit dem Rasierer rüberhuschen unter der Dusche. Das hatte ich ja mit der Enthaarungscreme gemacht. Ja. Also ich hatte mir mehr erhofft, aber man fühlt auch schon, dass die Haare wieder nachwachsen. Das bedeutet also, das kann ich nicht empfehlen, weil man sich auch nach 3-4 Tagen wieder die Beine rasieren muss. Also da habe ich mir nun echt mehr erhofft. Das finde ich gut. Ich werde mir in Zukunft, ich werde mal nächstes Mal einen anderen Schaum ausprobieren, aber ich werde in Zukunft doch öfters mal Rasierschaum verwenden, weil die Haut danach so schön weich ist. Also kann ich empfehlen, irgendein Schaum. Ich habe jetzt das hier von Edeka. Jeder andere Schaum funktioniert bestimmt genauso gut. Vielleicht habt ihr ja sogar einen Tipp und kennt einen ganz, ganz
super tollen Schaum. Das kann ich empfehlen. Bei mir hat es nicht so funktioniert, wie ich es erhofft habe. Also, auf in ein nächstes Video und was Neues ausprobieren.